Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Mystery Legends. Ich habe mich mal in der Welt hier, die wir hatten, ein bisschen weiter umgesehen. Und eben noch ein anderes Biom gefunden, weil das Biom, wo wir waren, das gefiel mir irgendwie nicht. Und deshalb habe ich jetzt ein bisschen, ja, bin ich jetzt ein bisschen gewandert sozusagen. Und habe mir dann mal ein bisschen die Umgebung angeguckt. Ich farm jetzt ein bisschen Holz, denn ihr wisst, Holz kann man immer gebrauchen, Holz ist nie verkehrt. Und dann nehmen wir das mal alles mit, ne? Das kann man auf jeden Fall immer brauchen. So. Kloppen wir das Holz hier noch ein bisschen kaputt. Es ist übrigens Nacht, ne? Ich habe jetzt hier mehrere Minecraft-Tage lang bin ich in der Legends-Welt herumgeschlichen und habe eben gesucht. Und jetzt habe ich schließlich gefunden. Nach einiger Zeit. Finde ich aber nicht schlimm. Okay. Perfekt. Wir befinden uns hier in einem Bergbiom. Und da hinten haben wir wohl schon eine Person. Ich weiß ehrlich gesagt nichts über die Welt. Ich weiß ja nur, dass wir durchs Portal gesprungen sind, bei diesem Lloyd eben. Und dass er uns irgendwie Bedenkzeit gegeben hat und dass wir uns überlegen müssen, was wir wollen. Das weiß ich. Mehr weiß ich irgendwie noch nicht. Aber können wir vielleicht noch herausfinden. Vielleicht bei dem Typ da hinten, dessen Namen ich bis jetzt noch nicht lesen kann. Ist das hier eine große Höhle oder einfach bloß so eine Schlucht? Ah. Jetzt nervt mich hier der Mod. Ist hier was? Nee, nicht so. Ja, es ist zu dunkel da drin. Ich mag keine dunklen Höhlen. Dunkle Höhlen sind blöd. Schön mitnehmen. Und dann würde ich mal sagen, besuchen wir den Typ da hinten, ne? Ah, ich bin so ein Noob. Nein. Nein. Fassen. Ich hänge hier jetzt fest und... Nein, Leute, das ist doch wohl nicht lustig. Also, wollen die das ernst jetzt? Rettung, okay. Na gut, ich habe diesen Dirtblock gebaut. Gut, ich hätte sonst auch einfach das Holz nehmen können, aber egal. Okay. Rex Dominus, guten Morgen. Was kann ich... Hallo, oh, da ist er ja. Was kann ich für Sie tun, Herr Dominus? Guten Morgen. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber ich bin der König dieses Landes. Okay, aber wohnt der König nicht normalerweise in so einer Art Schloss? Ah, das hier ist mein privates Wohnheim. Ich besitze auch ein Schloss. Dieses ist aber weit weg. Ich verstehe. Was drüben muss interessant ist, sind dann Kisten drin. Ja, ein bisschen gebratenes Schweinefleisch und eine Chance Gun. Was ist eine Chance Gun? Die Chance Gun ist der Zauberstab der Feuermagier. Der Zauberstab der Feuermagier. Wisst ihr was, Freunde? Den Zauberstab der Feuermagier, den probieren wir jetzt aus. Der gehört jetzt mir. Ist jetzt meiner. Habe ich jetzt so beschlossen. Gibt es hier Tiere, auf die wir Jagd machen können? Wir können Kürbisse damit abschießen. Ein Kürbis da hinten, aber ich weiß es nicht. Ich möchte erstmal testen, was die macht. Oh. Die schießt Feuerpfeile ab, alles klar, das ist eigentlich okay. Leute, die kann einfach nicht kaputt gehen, die ist unendlich. Aber gut, Stäbe können ja, Zauberstäbe können ja, meine ich, auch nicht so einfach kaputt gehen. Okay. So eine Schusswaffe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die craften kann. Aber die scheint nicht kaputtbar zu sein. Man scheint mit der Piu 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 Piu
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die dem zurückgeben wollen oder ob wir die einfach behalten wollen, Leute. Das weiß ich gerade gar nicht. Wollen wir die behalten oder soll ich die dem zurückgeben? Ist ja was, Freunde? Wir machen Tausch. Exterminus, ich mache einen Tausch mit dir. Ich gebe dir 3 Holz und ich behalte dafür die Chance Gun und das gebratene Schwein. Ist das in Ordnung? Guck. Dann ich habe einen Teil von dir genommen, ich habe 2 Teile von dir genommen und du hast 3 Teile von mir bekommen. Ist eigentlich nur gut für dich. Okay. Er hat jetzt nichts weiter zu uns gesagt. Ich weiß nicht, ob ein König vielleicht Mächte hat, mit denen er uns irgendwie daran hindern kann, das zu tun. Aber, Freunde, wir haben es geschafft. So, wir wollen jetzt erstmal so ein kleines Camp bauen. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen wollen, Freunde. Was ist unser nächster Schritt? Also, eine Crafting Bench brauchen wir. Genauso wie Sticks. Sticks sind auch immer gut zu haben. Können wir jetzt irgendwas machen? Irgendwie gerade nicht so viel tun. Was soll ich machen jetzt? Brauche ich eine Kiste? Nee, noch nicht, würde ich sagen. Soll ich denn schon? Na, ich würde sagen, ich farm erst noch ein bisschen mehr Holz, bevor ich anfange, mir Häuser zu bauen. Und würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge ein bisschen Hausbau betreiben. Ach, nochmal ein Thema, was ich ansprechen wollte. Ganz wichtiges Thema. Oh, da hinten ist was, wo was ich mit der Chance Gun abschießen kann. Warte. Oh. Ein Schuss und tot. Oh ja. Ich hab mich hier selber getroffen mit der. Das ist doch. Das ist böse. Man darf aufpassen, man muss aufpassen, dass man hier nicht zu nah an das Feuer kommt. Komm her, du Schwein, ich will dich treffen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich muss sagen, der Zauberstab, der Feuermark, der gefällt mir sehr gut. War noch ein Tier, genau, da hinten war noch ein Schaf und noch ein Huhn. Piu, 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 piu. Warte mal, wir schlachten kurz noch das Huhn. Ah! Ich treffe mich immer selber damit, das will ich gar nicht. Guck, da ist ein kleines Babyschäfchen. Das lassen wir am Leben. Weil wenn das erwachsen ist, dann kann das uns irgendwann selber Fleisch geben. Nice. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir mit dem einfach in dieser Ansicht switchen? Ich kann gar nicht schießen, glaube ich, so, oder? Meine Pfeile brennen nicht mehr. Liegt das daran, dass sie im... dass es regnet? Liegt es daran? Geht es besser, wenn wir bei... Angenommen, wir gehen jetzt zu Rex, Dominus und South. Mal angenommen, wir tun das. Und dann gehen wir in diesen Raum, was auch immer das hier ist. Ja. Soweit hatten wir Mod auch schon entwickelt, dass es nicht, dass die Pfeile hier nicht brennen, wenn man dass die Pfeile hier nicht brennen, wenn man wenn es regnet draußen. Was ist das hier? Halte dich fern von dieser Druckplatte. Es sei denn, du wirst aufgefordert, draufzusteigen. Verwendet man sie falsch, könnte man ganz einfach sterben. Ich verstehe. Okay. Okay. Sind wir mal ganz ruhig? Okay. Rex Dominus, ich bin erfreut. Es ist einfach mir eine Ehre, mit dir deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Bom, 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 bom. Müssen wir schnell wieder rausgehen, bevor uns die Pfeile treffen. Die müssten theoretisch gleich vom Himmel kommen. Ja, da sind sie schon runtergefallen. So.
Ah, wir brauchen Blumen. So. Alles schön abbauen hier, damit wir schön fleißig sind hier. Und das alles abbauen, wie es sich gehört. Und dann haben wir ein Blumenbeet. Ein super schönes, super extravagantes Blumenbeet. So, ich muss nochmal überlegen, ich kann mir jetzt schon mal eine Position eigentlich suchen, wo wir unser Haus bauen wollen hier. Hier hinten vielleicht? Ne, da ist zu wenig Platz. Ich würde sagen, hier können wir es hinbauen. Gut. Dann nehmen wir erstmal unsere Crafting Box und dann stellen... Ach so, gelber Farbstoff können wir machen. Dann haben wir hier unsere Chest und dann haben wir hier einen Chest. Ich würde sagen, Kisten kann man immer gebrauchen. So. Und dann lagern wir den ganzen Stuff hier ein. Dann haben wir noch unsere Chance Gun. Ja? Den, oder wie der König sie genannt hat, den Zauberstab der Feuermagier. Ich bedanke mich fürs Zusehen dieser ersten Folge, dieser zweiten Folge von Mystery Legends. Und wenn einige sich fragen, yo, wieso hast du eigentlich keinen offiziellen Minecraft-Skin? Ganz einfach, weil ich den Steve-Skin einfach geil finde, Leute. Und weil ich den Steve-Skin geil finde, behalte ich den. Fertig, aus Mickey Mouse. Das ist ganz einfach. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr mir nächstes Mal wieder einschaltet. Und bis dann sage ich haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und...